Persönlichkeiten ganz persönlich. Im Talk mit Tatjana Lackner. Im heutigen Talk mit Tatjana geht's philosophisch zu. Er ist Kulturpublizist, der Philosoph unseres Landes, emeritierter Universitätsprofessor und Gründer des Philosophikums Lech. Und er hat kürzlich das österreichische Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst erhalten. Herzlich willkommen, Konrad Paul Lissmann. Einen schönen guten Tag. Einer der wenigen, die zweimal im Talk mit Tatjana sind. Unser erster hat Furore gemacht. Der war in den Charts, der war in den Apple iTunes Charts, auf Spotify und Co. Und jetzt gibt's uns sogar zu sehen auf Vodcast. Das ist doch richtig cool. Wie ist denn das? Also die einen sagen, mögest du in interessanten Zeiten leben, ist so ein chinesischer Fluch. Jetzt ist die Wirklichkeit ja momentan alles andere als erbauend. Und für einen Philosophen, was ist das jetzt? Was sind das für Zeiten? Geht es da eher um Fluch, um Segen, um Hoffnung, hatten wir beim Philosophikum zuletzt? Wie ist denn das momentan einzuordnen? Naja, ist gar nicht so leicht zu beantworten, diese Frage, dieses schöne chinesische Sprichwort. Wenn man jemandem etwas Böses wünscht, wünscht man ihm, in interessanten Zeiten zu leben, ist es ja sehr hintersinnig. Ja? Denn interessante Zeiten sind Zeiten, denen man mit Offenheit, denen man mit Neugier, mit Spannung entgegensehen kann. Das heißt, das chinesische Sprichwort verweist darauf, dass vieles, was uns als interessant erscheint, genauer betrachtet oder, wenn man die Konsequenzen bedenkt, eigentlich schrecklich sein kann. Schmerzhaft. Also ich würde sagen, interessante Zeiten wären unsere Zeiten dann, wenn wir nur über Künstlerintelligenz diskutieren müssten. Da würden einige sagen, wirklich interessant, was sich hier tut, spannend, neue Optionen, neue Zukunftsperspektiven, die Arbeitswelt wird sich ändern, die Kommunikationsverhältnisse werden sich wieder mal ändern, richtig interessant. Und ein chinesischer Weiser würde sagen, also ihr könntet froh sein, wenn euch das erspart. Ja? Die Zeiten, wie wir sie allerdings jetzt erleben, abseits von solchen Entwicklungen wie KI, sind ja nicht interessant. Sie sind furchtbar. Das ist ganz was anderes. Und das empfindet auch jeder so. Wir stehen vielleicht am Vorabend des ersten großen europäischen Krieges seit dem Zweiten Weltkrieg, der ganz, ganz schnell sich zu einem Dritten Weltkrieg entwickeln kann. Und das ist nicht interessant. Das ist einfach nur schrecklich. Ja? Und da ist man auch, wenn man das philosophisch betrachtet, eher fassungslos, wie diese Zivilisation, dieses Land oder diese Regionen wieder in einen Konfrontationskurs schlittern konnten, wie man sich das eigentlich seit 1945 nicht mehr hätte vorstellen können. Und wo sind wir da falsch abgebogen? Was ist da der Punkt? Weil genau das ist ja letztlich das Gefühl, das viele haben, diese wahnsinnige Last auch. Ich kann mich nur erinnern, als Kind in den Geschichtsbüchern, wo man da gelesen hat, also vor dem Ersten Weltkrieg, wo es ein ähnliches Gefühl gab, dass man sagt, wieso sind denn die damals nicht gegangen? Wenn die das alles gespürt haben oder gemerkt haben, es bahnt sich an, wieso haben sie dann nichts unternommen und sind, Australien wäre immer eine gute Idee. Jetzt sind wir selber in der Situation und wissen auch nicht so recht, also Europa war schon mal ein besserer Ort, um zu leben, richtig? Sagen wir mal so, Europa hat geglaubt, ein besserer Ort zu sein, um zu leben. Natürlich haben wir uns Illusionen gemacht, vor allem was die Entspannungspolitik gegenüber Russland betroffen hat. Und man kann natürlich nicht sagen, dass wir kollektiv irgendwo falsch abgebogen sind. Es gibt ja nicht sozusagen die richtige Bahnlinie in der Geschichte und dann gibt es verirrte Lokführer, die falsch abbiegen oder Autobahnlinien, sondern das ist eine Summe von Entscheidungen, von Einschätzungen, auch von Fehleinschätzungen, die dann zu dieser Situation geführt hat. Wenn wir jetzt bei diesem Beispiel bleiben, Europa und den aktuellen Krieg in der Ukraine, die aktuellen Konflikte, man könnte auch sagen, Russland ist falsch abgebogen. Ja. Also die großen Hoffnungen, die ja viele in eine demokratische Entwicklung in Russland gesetzt haben, haben sich offensichtlich nicht erfüllt. Aber ist es nicht auch naiv?
Weil ich meine, es gibt auf dem Planeten wesentlich weniger Demokratien als andere Staatsformen. Und anzunehmen, wir können jetzt von da aus alles demokratisieren, hat zwar meine Zeit lang ganz gut ausgesehen, mit einem noch nicht sich selbst radikalisierenden Putin auch möglicherweise vor der Pandemie. Aber so ein bisschen naiv ist es ja schon auch zu glauben, dass man da jetzt den großen Rollout beginnt. Naja, es gab ja dann unmittelbar nach der Wende von 1989 dieses berühmte Buch von Francis Fukuyama, Das Ende der Geschichte, das ja nicht unklug war. Und richtig gelesen, könnte man sagen, haben ja sehr viele Argumente genau für diese These gesprochen, dass es für die Entwicklungsperspektiven der Menschen auf diesem Planeten sozusagen keinen anderen Horizont mehr gibt als die liberal-demokratische, rechtsstaatliche Gesellschaft, soziale Marktwirtschaft. Was will man darüber hinaus? Ja, die These von Fukuyama war ja gewesen, dass man vorher darüber hinaus wollte, ein kommunistisches Paradies errichten. Das ist gescheitert. Also was bleibt anderes übrig als dieses liberale Denkmodell, das man dann abgleiten kann in autoritäre Strukturen ganz anderer Art oder neuer Art, war genauso wenig in diesem Denkkonzept enthalten, wie übrigens auch der Gedanke, dass wir jetzt wieder, gerade in Westeuropa, zurückkehren zur Überlegung, naja, der Kapitalismus kann nicht alles gewesen sein, wir brauchen was Neues. Wir brauchen Ökokommunismus zum Beispiel. Das heißt, nicht nur Putin hat nichts gelernt, auch wir haben nichts gelernt. Da sind wir so ein bisschen beim Thema Moral und Wohlstand. Also Matthias Hawkes und auch Steven Pinker haben irgendwann mal gesagt, die sehen die Welt ja rosiger und sagen, in Wirklichkeit ist die Zeit, in der wir leben, ja auch, wir haben weniger Kindersterblichkeit, wir haben bessere Lebensumstände, alles irgendwie Errungenschaft eben dieser Wirtschaft oder dieses Wirtschaftsmodell, das andere verurteilen. Wenn wir das allerdings kippen würden, dann könnten wir schon auch so Initiativen und Bewegungen wie MeToo uns wahrscheinlich gar nicht leisten oder LGBTIQ oder die Diversity-Themen und andere ethische Ideen könnten wir uns dann kaum leisten. Also ist die Frage, denn dann, wenn es dem Menschen ans Eingemachte geht, also ums Überleben, dann ist es nicht was, was prioritär ist. Ist die Moral ein Thema für Wohlhabende dementsprechend? Ja, zumindest die Moral, die wir derzeit praktizieren, ist ein Wohlstandsphänomen. Also diese ganzen Debatten über kleinste Benachteiligungen, kleinste Unterschiede, kleinste Diskriminierungen sind natürlich ein Resultat dessen, das ist ja eine beliebte These momentan, dass die großen Differenzen, die großen Unterschiede, die großen Benachteiligungen, die großen sozusagen Ungerechtigkeiten in den westlichen Gesellschaften eigentlich beseitigt sind. Ja, Aber ist es dann es nicht den ist Linken anzulasten, wenn das so Kleinigkeiten sind, dass man sagt, wenn wir das jetzt alles itzi-bitzi-mäßig machen, dann sind doch eigentlich die Linken schon wieder der Grund, warum sie am Ende der Schnur radikale Mächte formen. Und genau, wir haben ja das, wann immer Pegida, no Pegida, wir haben ja diese Rhythmen dann. Also sind die nicht selber auch mit Schuld, dass wir heute in so einer Spaltungsgesellschaft leben? Natürlich kann man sagen, dass es, wenn das derartig übertrieben wird, ja, diese moralische Sensibilität, dass es ins Absurde umschlägt und an manchen Punkten wird es mittlerweile absurd, ja, wenn man denn das Konzept der Diversity so weit treibt, wie das kürzlich passiert ist, dass man nachträglich dokumentarische Filmaufnahmen aus den 30er Jahren bearbeitet und sozusagen in die SS-Formationen der Nazis schwarze Gesichter einmontiert, damit ja auch People of Color vertreten sind, dann kann man sagen, das schlägt das Ganze wirklich in blanke Dummheit um. Und da muss man nicht radikal darauf reagieren. Manche reagieren darauf radikal, von der anderen Seite, was nicht weniger dumm ist, sondern man kann hier, also zumindest ich kann hier nur noch mit sanfter Ironie Ja, darauf ich bin reagieren. weniger ironisch, also ich finde es einfach wirklich gefährlich. Ich finde es gefährlich, weil es eben damit rechte Gruppierungen wieder sofort auf der anderen Seite ermächtigt. Aber wenn ich die Position jetzt mal pervertiere und sage, eine Person, die gerade ihrer Hautfarbe wegen bevorzugt wird, und das soll es ja auch zwischen Männlein und Weiblein geben, dass jemand sagt, ich fühle mich besonders hingezogen oder körperlich besonders hingezogen zu. Was ist denn das dann? Ist das dann ein positiver Rassismus oder auch eine Art der Diskriminierung? Da wird es doch dann irgendwann einmal schräg.
Naja, es gibt seit langem diesen Begriff der positiven Diskriminierung. Ja, es gab ja oder gab und gibt die These, dass Menschengruppen, die lange benachteiligt worden waren, jetzt bevorzugt werden müssen, auch wenn es keine sozusagen wirklichen plausiblen Gründe dafür gibt, nämlich nur aufgrund der Tatsache, dass sie vielleicht auf, im Sinne ihrer ethnischen Herkunft oder ihrer Hautfarbe einer Gruppe angehören, die eben länger benachteiligt worden ist. Das heißt also, wie Sie richtig sagen, der einst das negative Rassismus schlägt jetzt um einen positiven Rassismus. Es gibt viele Argumente dafür, dass man sagt, also Angehöriger einer Gruppe zu sein, die jahrhundertelang benachteiligt worden ist, die haben ein gewisses Recht, jetzt bevorzugt behandelt zu werden. Allerdings widerspricht das natürlich dem Gleichheitsprinzip, es widerspricht dem Leistungsprinzip, etwa wenn an Universitäten bei Zulassungen die Hautfarbe eine entscheidende Rolle spielt und nicht sozusagen die Prüfungsergebnisse. Dann sind wir invers, also umgekehrt genau dort, wo der Rassismus des 19. und frühen 20. Jahrhunderts gewesen war, nur mit umgekehrten Vorzeichen. Und in mir als alten Aufklärer und Universalisten sträubt sich alles dagegen, meines Erachtens ephemere Eigenschaften eines Menschen wie die Hautfarbe oder das Geschlecht oder die soziale Herkunft zu einem entscheidenden Merkmal zu machen. Warum? Letztlich nicht nur, weil man damit das Gleichheitsprinzip verletzt, sondern weil man den Menschen damit auch ihre eigentliche Persönlichkeit und Individualität nimmt. Im Grunde sagt man, was immer du denkst und fühlst und erlebt hast, ist völlig irrelevant. Entscheidend ist allein, dass du diese Hautfarbe und keine andere Hautfarbe hast. Aber es widerspricht auch den Vorlieben. Also wenn ich es jetzt bei mir sehe, meine Mutter ist Münchnerin, mein Vater ist Südamerikaner, der ist Bolivianer und Professor dort. Also natürlich finde ich blaue Augen super schön. Und das ist immer etwas gewesen, wo ich sage, also wenn ich gefragt wurde, ich hatte die Diskussion jetzt kürzlich im Freundeskreis, ja, was soll er denn haben? Wo ich sage, also wenn der blaue oder grüne Augen hat, finde ich das natürlich cool, weil der halbe Planet hat braune Augen, die Asiaten, die Afrikaner, natürlich die Südamerikaner. Für mich ist das natürlich super. Also geht doch hier, ist es dann ein positiver Rassismus, wenn ich sage, ich suche genau den, der blaue Augen hat und eben irgendwie das Komplementäre. Da war man dann gleich in der Diskussion, wo ich das Gefühl hatte, oh je, jetzt wäre ich ja alle gemacht, weil ich finde, ja, aber das kannst du doch nicht sagen. Wo ich sage, ja, stimmt aber für mich. Also man muss jetzt schon sehr unterscheiden. Natürlich hat jeder Mensch das Recht, ästhetische Präferenzen zu haben und nicht alles gleichermaßen attraktiv, schön, sympathisch zu finden. Ich könnte jetzt sagen, in diesem Gespräch habe ich das Glück, blaue Augen zu haben und also hier reisieren zu dürfen. Also das ist unbestritten. Rassistisch wird es ja genau dann, wenn man diesen äußerlichen ästhetischen Merkmal, wenn man das nicht nur dazu benutzt, um sozusagen seine individuellen Sympathien und Vorlieben auszudrücken, sondern dass man sagt, also nur Menschen mit blauen Augen haben bestimmte Daseinsberechtigungen, kriegen einen Job, müssen bevorzugt behandelt werden, wie auch immer. Das ist das Entscheidende. Nicht, dass ich, natürlich habe ich das Recht, dieses oder jenes attraktiv und anderes unattraktiv zu finden. Aber wenn ich daraus allgemeine gesellschaftliche, soziale, politische Konsequenzen ziehe und nur weil ich Menschen mit dieser Augenfarbe mag und andere nicht, dann fordere, dass die prinzipiell bevorzugt oder benachteiligt werden müssen, dann ist das der blanke Rassismus. Bleiben wir noch kurz bei dieser Wokeness, die wir wahrscheinlich ähnlich auch überzogen in manchen Punkten finden. Also jetzt war irgendwie Fasching und Kinder sollen im Fasching nicht mehr als Piraten, als Indianerhäuptlinge, als Beduinenscheichs gehen und der blonde Surfer am Strand von Australien soll sich irgendwie schlecht fühlen, wenn er da irgendwie Dreadlocks sich machen lässt und da eben als Blonder. Wo ist denn jetzt die Grenze? Wo fängt der kulturelle Austausch an und wo hört die kulturelle Aneignung aus? Denn gerade wir Europäer, also wir wären ja dann, also wir hätten kaum den Schatz an Architektur, Kultur und Kunst, wenn wir das immer so gesehen hätten. Also wie ist das zu Ende gedacht? Nein, überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Also ich habe mit dem Begriff der kulturellen Aneignung nie etwas anfangen können. Natürlich gab es und gibt es immer, nennen wir die Dinge bei Namen, kulturelle Raubzüge. Mhm. Ja, das heißt also, nicht nur in früheren Zeiten, wenn Länder erobert worden sind, hat man Kulturschätze der anderen, der Feinde, entweder zerstört, das darf man auch nicht vergessen, ne?
oder man hat sie sich angeeignet. Die Maske von, ja, oder was auch immer. Ja. Gleichzeitig ist es allerdings so, dass jetzt die Kulturproduktion, die Kunstproduktion selbst, ja, meines Erachtens nahezu zusammenfällt, und zwar in allen Regionen dieser Erde, nahezu zusammenfällt mit kultureller Aneignung, mit dem, was wir heute kulturelle Aneignung nennen. Es gibt ja sozusagen tatsächlich keine wirklich in dem Sinn autochthonen Kunstwerke. Das ist auch so eine eigentlich eine rassistische Konzeption. Ja? Das haben die Nazis gesagt, es gibt nur deutsche Kunst. Mhm. Ja, und die Gotik war eine deutsche Entwicklung. Blödsinn. Ja? Die war französisch, die war italienisch, die hat unzählige Einflüsse gehabt. Zum Teil haben sogar arabische Architekten hier mit sozusagen einen gewissen Einfluss gehabt. Das heißt, der kulturelle Austausch, das sich anregen lassen vom anderen, vom Fremden, das Aufbauen auf Dinge, die man nicht selbst hergestellt hat, zeichnete die Kultur aus, und das war meines Erachtens auch immer der humane Zug der Kultur, also das, was wir jetzt Transkulturalität oder interkulturellen Austausch nennen könnte, dass die Kunst immer so großzügig war, das andere nicht abzuwehren, sondern aufzunehmen, ja, zu integrieren. Und weiter. Deswegen fiel es auch völlig verrückt zu sagen, eigentlich hätte Elvis Presley sozusagen seine Hits nicht schreiben dürfen, nicht singen dürfen, denn er hat hier Blues-Elemente aufgenommen, die nicht zu seinem Milieu, nicht zu seiner Hautfarbe, nicht zu seiner Kultur passen. Das ist echt rassistisch, wenn man so denkt. Und das sagt er dem größten Elvis-Fan auf dem Planeten. Wahnsinn, ja bitte, also hier, Wasser auf meine Mühlen. Dann revanchiere ich mich gleich und sage, Lauter Lügen ist übrigens also wirklich mein persönliches Lieblingsbuch aus ihrer Feder. Ich habe es in dem Sommer, ich glaube online, ich weiß nicht wie oft, nicht nur in meinem Blog, sondern immer wieder empfohlen. Vielen Dank. Ich fand es wahnsinnig cool. Ich fand es wirklich, also auch so sowas, was gut zu lesen war, was, wo man auch kapitelweise jemanden etwas zu Themen schicken konnte. Also so ein richtig, richtig cooles Buch. Da gibt es auch natürlich den Begriff der öffentlichen Lügen drinnen. Wie ist denn das mit dem Public Lies? Sind die akzeptiert? Also in der Öffentlichkeit wird ja mitunter, also teilweise gelogen, ob in Bewerbungsgesprächen oder im Szene-Smalltalk oder am politischen Parkett, ganz egal. Und daheim soll es aber dann ganz, ganz ehrlich und grad und du musst mir die Wahrheit sagen, zugeben. Ist das etwas, wo wir öffentliche Lügen als Tröster empfinden, wenn Bill Clinton gesagt hat, I did not have a sexual relationship with Monica Lewinsky, dann waren alle erleichtert, na siehst das, doch nicht. Wenn Rudi Hunsdorfer gesagt hat, unsere Pensionen sind gesichert, waren alle erleichtert. Jeder hat gewusst, das wird sie nicht ausgehen. Ist das was, der Unterschied zwischen White Lies, Public Lies, privaten Lügen, wie ist denn das? Naja, da muss man wirklich differenzieren. Ja. Es gibt eine Philosophie, lange Debatten über den Stellenwert der Lüge und des Lügens, auch was alles als Lüge zu klassifizieren ist. Ja. Es gibt eine ganz radikale Kritiker der Lüge, etwa der heilige Augustinus, der selber heute, würde man sagen, als Pressesprecher des damaligen weströmischen Kaisers gearbeitet hat, bevor er sozusagen zum Christentum konvertierte, und der wusste, was zum Beispiel Propagandalügen bedeuten, der radikale jede Form von Unwahrheit dann abgelehnt hat. Und das begann bei ihm tatsächlich mit einer, ja, einfach eine Werbebotschaft. Mhm. Ja, wir alle wissen, dass Werbung, wenn man es genau betrachtet, natürlich durchsetzt ist von Lügen. Kein Produkt verspricht oder hält das, was die Bewerber versprechen. Da werden uns sozusagen Produkte, Eigenschaften von Produkten, dann Stimmungen, Atmosphären, Emotionen versprochen, die ich alle erwerbe durch den Kauf eines simplen Dings, und das stimmt natürlich alles nicht. Das Interessante ist, wir wissen das ja, dass das nicht stimmt. Das heißt, es sind Lügen, die durchschaut werden, die uns aber trotzdem ein gutes Gefühl geben. Das heißt, wir haben schon, und das, in der Politik ist es ähnlich, ja,
dass es da natürlich Versprechungen gibt, Wahlversprechen zum Beispiel. Also es wird nie überprüft, ja, welche Wahlversprechen hat eigentlich eine Partei, nachdem sie vielleicht die Wahl gewonnen hat und dann in die Regierungsverantwortung kam, tatsächlich auch gehalten. Denn wir wissen genau, es sind nicht alle Wahlversprechungen zu halten. Es wird immer gute Ausreden geben, warum nicht. Da war der Koalitionspartner nicht verhandlungsbereit, dann haben sich die Andere Umstände Zeiten, geändert, ja genau. dann sind die Zeiten anders geworden und dergleichen mehr. Und trotzdem brauchen wir sozusagen diese sanften Formen von Lügen, denn ihnen fehlt etwas, was sozusagen zum scharfen Begriff der Lüge jetzt im moralischen Sinn gehört, nämlich die Absicht, jemanden zu schädigen. Ja? Das heißt, wenn mir jemand ein Produkt verkauft mit der Lüge, es tut mir gut, und derjenige weiß aber, dass es eigentlich Gift ist, ja, dann ist das schon viel gefährlicher. Und das ist jetzt die entscheidende Frage, ob derjenige, der sozusagen hier in Ist es diesem Vorsatz? Lügner, genau, ob das der Vorsatz ist, jemanden zu schädigen. Und er weiß es, ja, dass das schädigend sein wird. Und das ist dann der Punkt, wo man sagen muss, hier ist die Lüge dann radikal zu kritisieren und zu Wie verurteilen. ist denn das mit Nudging, dem modernen Begriff, jemanden anzustupsen? Also da haben wir jetzt Situationen, in Amerika gibt es mittlerweile Anbieter, Stromanbieter, die ihre Schäfchen nudgen und sagen, no hard feelings, ich sag dir nur, also du hast als eine, bist zu zweit seid ihr, ihr habt die Rechnung noch nicht zahlt in dem Dorf und tatsächlich es funktioniert. Es ist ganz, also anonym, ist jetzt nicht was, wo man dann die Namen hergibt und sie kommen aus, ohne Mahnspesen, ohne Delogierungen, ohne irgendwelche Verpfändungen. Darf denn der Staat seine Schäfchen nudgen? Weil das ist natürlich dann die Frage, die bald nach Europa schwappen wird, die man sich hier stellt, die natürlich sagen, die Amis, es funktioniert für uns. Ich meine, schaut euch das an. Ihr müsst Leute irgendwie mahnen, erste, zweite, dritte Mahnstufe, dann werden sie irgendwie gepfändet und so weiter. Müssen wir alles, nicht funktioniert. Naja, da muss man unterscheiden. Es ist hier offensichtlich nicht der Staat, sondern es sind private Stromanbieter. Und wie die jetzt versuchen, das, was ihnen zusteht, nämlich die bezahlte Rechnung einzutreiben, ist deren Sache. Ja? Und wenn es psychologisch einfühlsamer ist, das auf diese Art und Weise zu machen, sollen sie es probieren, sollen sie es tun. Aber wenn sie verstaatlicht, wäre es nicht Wenn es der okay. Staat ist, habe ich so meine Probleme. Warum? Weil dann sich sofort ein paternalistisches Verhältnis zwischen dem Staat und seinen Bürgern herstellt. Also der Staat, der weiß, was gut ist für uns, der allerdings nicht allzu drakonisch vorgehen möchte, uns nicht zwingen möchte, sondern wie der gute Vater, wie der gute Pädagoge sanft in die richtige Richtung stoßen möchte. Aber gleichzeitig damit signalisiert, du selber weißt nicht, was richtig und was gut ist für dich, aber ich weiß es und ich helfe dir jetzt Aber ist das dabei. nicht ohnehin der Und Fall? erstens ist das ohnehin der Fall, oder sehr oft der Fall, und zweitens stimmt das alles vorne und hinten nicht. Warum? Wieso weiß der Staat besser als ich, was gut ist für mich? Ja? Das ist eigentlich eine völlig undemokratische Konzeption. In einer Demokratie ist der Staat die Summe seiner Bürger, ja, der kann nicht sozusagen die Intelligenz gepachtet haben und seine Wähler sind dumm. Und das Zweite ist, es kratzt natürlich an der Autonomie und der Souveränität des Einzelnen. Natürlich kann man Menschen so erziehen und immer so vor sich selbst beschützen, dass sie irgendwann einmal unfähig sind, Eigenverantwortung zu übernehmen. Und diese Entwicklungen, diese Trends haben wir ja. Es ist ja niemand mehr für das verantwortlich, was er tut. Das sind tausend Dinge, die dafür in Rechnung gestellt werden können. Und dann stärkt man natürlich genau die Rolle des Staates oder seiner Instanzen. Ob das jetzt eine staatsnahe Wissenschaft ist, ob das Pädagogen sind oder was Ökonomen sind, ob das Verhaltensökonomen sind, die Ob das dann, das bedingungslose Grundeinkommen das ist ja was betrifft, anderes, das ist ganz was naja. anderes. Ja? Denn ganz im Gegenteil, das bedingungslose Grundeinkommen, wenn es richtig also eingeführt würde, ja, würde den gegenteiligen Effekt haben, denn da würde man sagen, du bekommst dieses Grundeinkommen und für alles andere weitere bist du selbst verantwortlich. Ja? Das Grundeinkommen soll ja auch alle Versicherungsleistungen Aber ist das nicht jetzt schon so? ersetzen. Ich kann doch heute sagen, ich mag nicht arbeiten gehen. Das ist doch in der Demokratie absolut erlaubt. Ich darf halt nur nicht davon ausgehen, dass irgendwann um 18 Uhr jemand pünktlich zur Fütterung kommt. Also es ist halt irgendwie etwas, wo man sagt, na ja, also
you can't have the cake and eat it. Also das ist ja heute eine Entscheidung, wenn der Stefan Sargmeister im Talk mit Tatjana Wara schon mir erzählt hat, was ich immer wirklich beeindruckend finde, dass er alle 7 Jahre ein Jahr aussteigt. Und der Stefan macht das regelmäßig und seit vielen Jahrzehnten, wo man natürlich sagt, hat er nachher noch Kunden und als Selbstständiger und wie geht ja, das? Aber das ist, dann kann er das. Ja, natürlich, das ist auch die Frage genau der Eigenverantwortung. Ja. Da hätte ich überhaupt nichts dagegen. Ja, natürlich, jeder soll selber entscheiden, wie er arbeitet, wie lange er arbeitet, wie intensiv er arbeitet. Aber was natürlich nicht geht, ist, dass man außer in wirklichen Notfällen sozusagen auf der einen Seite das Privileg haben will, nicht zu arbeiten, auf der anderen Seite aber dann sagt, aber finanziert werden möchte ich schon. Mhm. Ja? Mhm. Das heißt, solange wir in einer Gesellschaft leben, wo sozusagen die Lebensmöglichkeiten im Wesentlichen durch Erwerbseinkommen gestützt werden, und wir eben kein bedingungsloses Grundeinkommen haben, das haben wir ja nicht. Mhm. Ja? Deswegen ist das so eine unehrliche Sache. Also solange das so ist, würde ich schon sagen, gehört es in die Eigenverantwortung des Menschen auch sozusagen für seinen Lebensunterhalt zu sorgen. Dann hätten wir ja die Geschichte bedingungsloses Grundeinkommen, dann wird jemand zum Beispiel krank, selbstverständlich gelten dann gewisse Dinge umso mehr. Also das würde ja einen Schweif an Dingen nach sich ziehen, den wir uns zu Ende gedacht gar nicht leisten könnten. Weil es bleibt ja nicht dabei, dass man sagt, ja gut, jeder hat halt sein bedingungsloses Grundeinkommen und kann ja gerne dazu verdienen, wenn er mag, sondern in den Härtefällen, die wir ja jetzt schon abgefedert haben und uns im Kassensystem fast nicht leisten können, wäre das ja also etwas, was nur mit draufkommt. Man kann ja da nicht sagen, du musst jetzt mit deinen Arzneien bedingungslos oder nicht damit auskommen. Es ist ja dann ein anderer Fall. Ja, in diesen, also gerade bei Krankheitsfall, bei Unglücksfällen, bei Härtefällen, war es immer das Prinzip von Gemeinschaften, dass wir solidarisch sind. Ja. Übrigens auch vor den allgemeinen Versicherungsleistungen. Es haben auch in der mittelalterlichen Dorfgemeinschaft die Menschen nicht ihren Nachbarn, ihr Familienmitglied verhungern lassen oder im Krankheitsfall einfach liegen lassen. Das stimmt ja alles nicht, mhm. Das wird ja manchmal erzählen. Also diese Fälle oder in diesen Fällen sozusagen die Gemeinschaft als stützenden Hintergrund zu haben, ist selbstverständlich. Das andere bedeutet natürlich, wenn wir jetzt wirklich ernsthaft über das bedingungslose Grundeinkommen diskutieren, wie sehr wir uns das leisten können, das müssen Ökonomen ausrechnen, weil es ihm wirklich darauf ankommt, welche derzeitigen Transferleistungen halt auch eingestellt werden können. Das kommt ja nicht nur einfach dazu, sondern wird auch sehr viel ersetzt. Und die für mich entscheidende Frage ist, ob man, wenn man den Menschen eine bestimmte gleichsam existenzielle Angst nimmt, ja, ob sie dann mehr oder weniger produktiv sind. Die Frage ist eher, werden sie niedlicher oder gefährlicher, wenn sie Zeit haben? Das weiß ich nicht. Es gibt ja unzählige Menschen, die tatsächlich ja den Genuss haben, so viel Geld zu haben, so viel Geld verdient zu haben, dass sie im Leben nie wieder arbeiten mhm. müssten. Jeder Top-Manager, der einen 5-Jahres-Vertrag hinter sich gebracht hat, hat so viel verdient, dass weder er noch seine Kinder arbeiten müssten. Keiner von diesen wird erstens, oder nur die wenigsten werden wirklich gefährlich. Und die meisten oder fast alle arbeiten weiter. Mhm. Ja, das heißt, ich verstehe nicht, wie man aufgrund dieser Frage auf die Idee kommt, dass Menschen, wenn sie ein bedingungsloses Grundeinkommen haben, fauler werden würden oder gefährlicher werden würden oder auf dumme Gedanken kommen. Ganz im Gegenteil. Also gerade sozusagen die produktivsten Teile unserer Gesellschaft besteht aus Menschen, die nicht um ihr täglich Brot kämpfen müssen, weil sie eben durch die Vermögenssituation, in der sie sind, einigermaßen gesichert sind. Und erst das macht sie so wirklich kreativ. Okay, ist ein guter Punkt, challenge ich. Früher hatten Ritter Tugenden und waren deshalb angesehen. In unserer jetzt marktorientierten Gesellschaft werden erfolgreiche Menschen natürlich, ganz egal aus welchen Branchen sie kommen, so ein bisschen wie Helden verehrt. Also nach dem Motto, je höher der monetäre Erfolg, umso größer das gesellschaftliche Ansehen. Und das gilt von Influencern über die Geissens bis hin zu den Kardashians. Also die Frage ist doch eher, wie kriegen wir wieder mehr Werte in die Menschen hinein? Weil dass die jetzt niemanden umbracht haben, ist fein. Aber dass sie deswegen vielleicht nicht einen Output haben wie Kafka oder Mozart, die sehr wohl
leiden mussten und Also hier. jetzt müssen wir uns entscheiden, was wir wollen. Ja, wenn wir auf der einen Seite sagen, wir wollen, dass Menschen arbeiten und wegen Geld arbeiten und weil sie reich werden wollen, dann darf ich mich nicht darüber aufregen, dass reiche Menschen Vorbildfunktion haben. Ja? Haben Also das die das passt. Geissens? Nö, offensichtlich, das ist zumindest Ihre These, ich kenne die Geissens Oder nicht, die muss ich gestehen. Kardashians? Das kenne ich auch nicht. Ja, also für mich haben die offensichtlich keine Natürlich nicht. Vorbildfunktion. Und auf der anderen Seite, wenn ich sage, es geht darum, sozusagen neben den monetären Aspekten einer Existenz auch andere Werte wieder stark zu machen, dann wiederum würde ich sagen, spräche das auch für das bedingungslose Grundeinkommen, denn dann sind die Menschen nicht darauf angewiesen, nur ans Geld zu denken, ja? Stimmt. Sondern dann haben sie die Möglichkeit, sich anders zu entfalten, kreativ zu sein, sich sozial zu engagieren, was ja ohnehin sehr viele tun, Tun. ja? Und sozusagen dann auch wieder andere Werte als nur den reinen Gelderwerb ins Zentrum der gesellschaftlichen Diskussion zu rücken. Was ja auch passiert. Ich glaube, dass das eine ziemlich kleine Blase ist, in der solche Figuren wie die, die Sie jetzt genannt haben, die ja reine Kunstfiguren sind oder zum Teil reine Kunstfiguren sind, so einen hohen Stellenwert haben. In anderen Teilen unserer Gesellschaft gelten ja auch andere sozusagen Wertekonzeptionen, die sich allerdings auch wieder schnell ändern können. Denn Jawohl. nichts ändert sich so schnell wie ein Wert. Gehen wir auf einen Punkt zurück, wo ich glaube, da sind wir noch einer Meinung. Das ist die Schulbildung. Also Hardcore-Humanisten fordern Latein und Altgriechisch als Basis für gebildete Menschen. Viele, und zu denen gehöre ich auch, wünschen sich dringend Literatur wieder zurück in die Wochenstundentafel, weil ich schon glaube, dass man da auch von Büchern und anderen Menschen, die schon gedacht haben, ein bisschen was profitieren kann. Die Frage ist ja nicht, wer hat gute Ideen für Schulen, da gibt es ganz, ganz viele, Berufene und Unberufene, sondern die Frage ist doch immer bei der Schultafel, was lassen wir weg? Also wenn wir das jetzt holen, dieses Fach zurückholen oder dieses Fach einführen, was stattdessen darf weichen? Wie gehen wir denn da um? Was tun wir da? Denn in Wirklichkeit hat man den Eindruck, also viele Dinge, die uns beiden wichtig sind, sind aus der Tafel geflogen, andere sind reingekommen mit, na ja, weil man halt mit der Zeit gehen muss, wie ist denn das? Nee, ich bin prinzipiell skeptisch diesem Trend gegenüber, alle Probleme, die wir aktuell haben, gleich zu einem Schulfach zu machen oder zu einem Unterrichtsprinzip zu machen, in der Hoffnung, wenn ich früh genug anfange, die Kinder und Jugendlichen damit zu konfrontieren, dann werden sie es schon richtiger machen. Das hat noch nie funktioniert. Meines Erachtens wäre es ganz wichtig, diese Diskussion überhaupt erst zu führen, nämlich die Diskussion über die Inhalte, die einen Lehrplan ausmachen sollen. Wir diskutieren ja sehr, sehr gerne über formale Aspekte, über organisatorische Aspekte, über gemeinsame Schule, ja oder nein, über Klassengröße, über Lehrerausbildung und didaktische Fähigkeiten, was der Teufel was alles. Aber wir diskutieren ganz, ganz selten darüber, was wird eigentlich tatsächlich gelehrt und gelernt, was müssen junge Menschen eigentlich noch wissen. Viele sagen, die brauchen gar nichts mehr wissen, sie können eh alles googeln. Was müssen Sie noch lesen? Viele sagen, die brauchen gar nichts lesen. Sie schreiben sich eh alles selber. Oder Wichtig ist ChatGPT übernimmt das, ja. jetzt genau. Oder ChatGPT übernimmt das. Das heißt, da ist wirklich ein großer Diskussionsbedarf und es gibt natürlich keine einfachen Lösungen, keine einfachen Rezepte. Aber ich denke, eine gute Schule würde schon so etwas vermitteln wollen oder anbieten können, wie eine Mischung erstens zwischen einer Form des Wissens. Ich nenne das gern Prinzipienwissen, wo es nicht darum geht, Details anzuhäufen im Kopf, obwohl das manchmal auch nicht schaden kann, sondern prinzipiell zu wissen, ja, wie funktionieren bestimmte Wissenschaften, ja, auf welchen Grundlagen beruht unsere Kultur, was sind sozusagen die großen historischen Entwicklungslinien der letzten 3, 4, 5.000 Jahre. Und in dieses prinzipielle Wissen kann man dann viel besser das einordnen, was man natürlich tagtäglich googeln kann oder sonst irgendwie Und warum finden recherchieren Sie da kann. Latein und Altgriechisch heute noch so wichtig, letztlich auch, um Dinge etymologisch zurückzuführen? Oder was ist da der Punkt? Oder gehen Sie schon so weit, dass Sie sagen, also Altgriechisch okay, aber wenigstens Latein? Naja, ideal wäre natürlich nach wie vor beides.
Es gab ja mal die Konzeption des klassischen humanistischen Gymnasiums von Wilhelm von Humboldt, Latein ab der ersten, Griechisch ab der dritten, Hebräisch ab der fünften. Und ich sage immer, wie hätte die Geschichte des 20. Jahrhunderts ausgeschaut, wenn die gebildete Schicht in Deutschland tatsächlich Hebräisch beherrscht hätte? Ja? Das heißt also, man soll sowas nicht unterschätzen. Und die Überlegung von Humboldt war natürlich, dass die hebräische Sprache als paradigmatisch-semitische Sprache einen ganz neuen, einen ganz anderen Kulturkreis erschließen könnte, von der Sprachstruktur her. Und gleichzeitig über sozusagen die Verbindungen zum Judentum und zum Christentum natürlich mit unserer Geschichte zu tun hat. Ja. Also es wäre wahnsinnig interessant und wichtig, das mal zu überlegen, in diese, noch dazu heute, wo Hebräisch wieder ja wiederbelebt worden ist, was es zu Humboldts Zeiten war, es eine reine tote Sprache. Ja. Das wäre ein interessanter Gedanke. Und was Latein-Griechisch betrifft, war die Idee von Humboldt nicht, dass das irgendwie so sozusagen toll ist, sondern sein Gedanke war gerade, weil wir nicht alles lernen können, ja, weil wir auswählen müssen, weil wir uns auf Prinzipielles einigen müssen, bietet sich etwa die griechische Sprache so gut an, weil man an ihr paradigmatisch einige Grundprobleme unseres Lebens, unserer Zivilisation, unserer Geschichte. Aber würde das Alexander von Humboldt heute noch so sehen? Würde er nicht sagen, die Welt spricht Englisch? Also ist das irgendwie was, wo man sagt, ein guter Sockel? Irgendwann, also ist wahrscheinlich Französisch kein Fehler, weil es die Sprache der Literatur und wahrscheinlich ist man entweder jetzt mit Spanisch, da kann man mit sehr vielen Menschen reden, oder auch mit Chinesisch, da sind wir irgendwie auf der anderen Seite ganz gut abgedeckt. Das, Humboldt hat ja nie, der selber, glaube ich, über 40 Sprachen gesprochen hat, darunter eben drei oder vier tote Sprachen. Er hätte sich ja nie gegen den Erwerb der Kenntnisse und der Fähigkeiten mit lebenden Fremdsprachen umzugehen gewandt. Ganz im Gegenteil. Ja. Das heißt, das ist immer auch so ein Entweder-Oder, ist hier das Falsche. Das ist das Falsche. Tote Sprachen erfüllen einen anderen Zweck als lebende Sprachen. Ja. Tote Sprachen eignen sich sehr gut, um in bestimmte sprachliche Strukturen einzuführen, um ein bestimmtes Sprachdenken überhaupt erst zu schulen. Und sie zeigen die Grundlagen unserer Kultur, die eben genau auf diesen drei Sprachen letztlich, Griechisch, Latein und Hebräisch, beruhen. Und das jetzt auszuspielen gegen die Notwendigkeit, etwa Englisch zu sprechen, das ist ein Unsinn. Ja? Und sozusagen die Kapazität von jungen Menschen würde wahrscheinlich auch reichen, wenn man es richtig macht, Kenntnisse sozusagen all dieser Sprachen oder Möglichkeiten zu vermitteln. Aber ich will mir jetzt gar nicht darauf versteifen. Ja? Es ist ein schönes Ideal und es spricht vieles dafür und sehr viele, sagen wir mal, Fehler und Unsinnigkeiten, die auch in öffentlichen Diskursen gesagt werden heute, würden nicht gesagt, wenn es noch Grundkenntnisse die dieser ganz Sprachen sicher. Ja. Hätte. Viel fraglicher scheint mir das, was muss ein Schulsystem, ein Bildungssystem wirklich beitragen zu einem tieferen Verständnis der Kultur, das kann durchaus ein kritisches Verständnis sein, der Kultur, in der wir tatsächlich leben, die all das hervorgebracht hat, was uns ja auch zum Teil zu einem Problem geworden ist. Ja. Ja. Also eine gewisse, ja, nicht nur Prognose, sondern auch eine Regnose, sich zu überlegen, okay, wo war man, wie hat das ausgeschaut? Klar. Ja, weil sich ja sehr vieles, was uns jetzt in der Zukunft beschäftigen wird, als Resultat vergangener Handlungen, vergangener Entscheidungen, vergangener Werturteile und vergangenen Wissens. Aber schauen wir uns das mal an in der Definition. Also es gibt Menschen, die sind schlau, clever, intelligent, gebildet, alles definiert. Doch wann ist ein Mensch, wann sagen Sie von jemandem, der ist intellektuell, weil das ist ja was ist denn intellektuell? Können wir das mal irgendwie umreißen? Naja, es gibt eine klassische Definition des Intellektuellen und die besteht darin, dass jemand, der in, sagen wir mal, kulturellen, geistigen, künstlerischen Aspekten oder Feldern arbeitet,
sich beginnt, aus den Expertisen, die er sich dort erworben hat, in bestimmte öffentliche Belange einzumischen. Jetzt. Also der reine Wissenschaftler ist noch nicht der Intellektuelle. Okay. Der reine Lyriker ist noch nicht der Intellektuelle. Der reine Musiker, egal ob jetzt Popularmusik oder Philharmoniker, ist noch nicht der Intellektuelle. Zum Intellektuellen wird jemand, wenn er aus dem, was er hier erworben hat, ja, also wenn ich zum Beispiel als Dirigent plötzlich mich äußere zum Stellenwert der Musik in bestimmten politischen Kontexten, also etwa im Nahostkonflikt, denkt man an Barenboim, ja, der versucht hat also hier tatsächlich zwischen Palästinensern und Israelis über die Musik zu vermitteln und dadurch auch politische Stellungnahmen gemacht hat, aber nicht irgendwie, sondern aus dem, wo er sie wirklich auskennt, nämlich der Musik, dann wird jemand zum Intellektuellen. Und wie grenzen wir es zum Experten ab, die ja zuhauf links und rechts gibt? Also wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie nehme, früher sind Menschen wie Nikolaus Lauder zu allem Möglichen befragt worden, wo jetzt ganz bestimmte Expertise nicht unbedingt da war. Passiert heute auch noch. Also wo grenzt man es dann ab zwischen, da hast du was los, wieso redest du dazu? Da gibt es ja schon eine Grenze. Da muss man jetzt wiederum aufpassen. In einer Demokratie hat jeder Bürger das Recht, sich öffentlich zu äußern, zu allen möglichen Fragen, die das Gemeinwesen betreffen. Da muss ich weder Experte sein und ich muss nicht Wissenschaftler, nicht Künstler und nicht Intellektueller sein. Das heißt, der Experte ist derjenige, der befragt wird, wenn es ein bestimmtes Problem gibt, wo man eben tatsächlich Expertenwissen benötigt. Ja? Oder der von sich aus auch sich einmischen kann und sagt, also hey, da kenne ich mich aus, ja, und ich habe den Eindruck, da geht was in die falsche Richtung. Ja? Also wenn etwa Physiker oder Virologen oder Mediziner oder Botaniker sich einmischen, jetzt nicht, weil sie die Welt verbessern wollen, weil sie nur sagen, also sozusagen aufgrund dessen, was ich weiß über diese Dinge, ist das jetzt nicht richtig, was gesagt wird oder was gemacht wird. Das heißt, der Experte ist so auch kein Intellektueller. Ja, zum Intellektuellen gehört schon diese Verbindung von intellektueller, also geistiger Tätigkeit, professioneller geistiger Tätigkeit mit einem bestimmten öffentlichen Engagement. Jetzt haben wir in den unsozialen Medien ja erlebt, dass sämtliche, die sich irgendwie alteriert haben und also vorher Virologen waren in der Pandemie, umgeschrieben haben jetzt oder umgesattelt wurden jetzt als Außenminister und jetzt woanders mitschreiben. Die Frage ist, dieses Intellektuelle ist ja etwas, was sich aufgrund der Nähe zur Kunst sehr oft die Linken auf die Fahnen haften. Gibt es denn auch Rechtsintellektuelle? Auch das hat seine historischen Gründe. Denn derjenige Intellektuelle, der sich öffentlich äußert, äußert sich ja oder äußerte sich, ja, denkt man, Emile Zola, sozusagen die Paradefigur des Intellektuellen, der Schriftsteller, der sich für jemanden einsetzt und für jemanden, der eben antisemitisch diskriminiert worden ist, für jemanden engagiert. Diese kritische Haltung des Intellektuellen war ja immer diejenige, die gegen etablierte Verhältnisse, gegen etablierte Machtverhältnisse gerichtet war. Und solange wir in einer bürgerlichen Gesellschaft oder gar in einer noch früher in einer feudalbürgerlichen Gesellschaft lebten, war sozusagen die Kritik an dieser Gesellschaft eher links positioniert. Auch wenn es sozusagen auch rechtsorientierte Kritik immer auch gegeben hat, aber in der Mehrheit war die links positioniert. So dass man sagen kann, das führt auch zu dieser Engführung von Intellektualität als gesellschaftliches Engagement und einer bestimmten linken politischen Ausrichtung. Aber das muss nicht so sein. Und vor allem erleben wir es jetzt, dass sozusagen ein bestimmter linker Zeitgeist ja eigentlich die Medien dominiert, auch manche Regierungen dominiert, sodass es ziemlich lächerlich ist, sich heute als kritisch linker Intellektueller zu gerieren und genau das zu sagen, was im alle Mainstream sagen. Ja? Genau. Das heißt also, heute erleben wir es ja, dass ehemalige linke Intellektuelle, weil sie eben gegen diesen Zeitgeist opponieren, also entweder gegen das Woke-Denken oder eben dieses neorassistische Denken, sich plötzlich auf der rechten Seite wiederfinden, obwohl sie Zeit ihres Lebens sich als Linke gefühlt haben. Und natürlich gab es auch rechte Intellektuelle, nur wurden die irgendwie selten als Intellektuelle klassifiziert. Man braucht nur an eine Figur wie Carl Schmitt denken oder Martin Heidegger. Ja?
Oder wenn man an den großen Historikerstreit denkt zwischen Jürgen Habermas und Ernst Nolte. Jürgen Habermas war immer der Intellektuelle, Ernst Nolte war der konservative Historiker. Warum eigentlich nicht konservativer Intellektueller? Nein, er war der Historiker. Das heißt, das sind schon zum Teil auch medial bestimmte Zuschreibungen oder Selbstzuschreibungen, die relativ wenig über die Sache aussagen. Und gehen uns da heute nicht auch ein bisschen die Zuschreibungen in der Mitte aus? Denn also heute ist jemand, der konservativ ist, recht schnell rechts, zum Glück noch nicht rechtsradikal, aber auch da verschwimmen die Grenzen der Zuschreibung. Warum ist das Wort bürgerlich abhanden gekommen? Warum ist das nicht, also ich meine, warum ist das nicht was, wo man sagt, okay, das könnte auch durchaus, in der Mitte ist ja Platz. Wir haben an den Rändern so viel Extremes, also man könnte das ja durchaus erobern. Denn wir haben jetzt eine Wahl vor uns stehen, da stehen vier Parteien links der Mitte. Und also, wo man sagt, eigentlich ist doch das Bürgerliche in der Mitte verloren gegangen. Ja, das ist etwas, was man eigentlich den klassischen bürgerlichen Parteien zum Vorwurf machen muss. Sie haben jedes sozusagen angemessene Konzept von Bürgerlichkeit, was ja nicht nur Mitte bedeutet, sondern damit war ja verbunden eine bestimmte Form des Lebens, da waren bestimmte Ideen der Aufklärung damit verbunden, da war vor allem die Idee der Freiheit damit verbunden. Also Ideale. Man darf nicht vergessen, Freiheit und Gleichheit sind bürgerliche Ideale gewesen. Und offensichtlich haben die bürgerlichen Parteien in Italien, in Frankreich, in Deutschland, in Österreich einerseits weil sie sozusagen in Teilen sehr stark rechts abgewandert sind und andererseits, weil sie sich in den anderen Teilen den linken Zeitgeist glaubten, unterordnen zu müssen, all diese bürgerlichen Konzepte verraten, sodass bürgerlich eigentlich zu einem Schimpfwort heute unbesetzt geworden ist oder unbesetzt ist. Und jeder Extremist hat doch Ideale. Das gilt von Che Guevara über Bader-Meinhof bis hin zu Islamisten. Deshalb stimmt dann die Aussage, Idealismus tötet? Also das würde jetzt wieder zu kurz, das ist ein Kurzschluss, ja. Wahr ist in der Tat, dass Ideale gefährlich sein können, weil eben die Tendenz besteht, die Wirklichkeit so zuzurichten, dass sie den Idealen entspricht und Ideale eben blind machen gegenüber den tatsächlichen Verhältnissen in der Wirklichkeit. Und in Extremfall, das ist natürlich richtig, sowohl rechts als auch links, als auch was religiöse Ideale betrifft, im Extremfall wahrscheinlich nicht so mörderisch ist wie Idealismus. Ja, Pragmatiker sind selten Massenmörder, das ist zu aufwendig. Nur Idealisten tendieren dazu. Und da finde ich so cool, wenn das Element des Zweifelns dazu kommt. Also Erich Fried hat das ja mal gesagt, man muss sich fürchten vor Menschen ohne Zweifel. Teilen Sie diese Ansicht? Also gibt's auch glückliche Zweifler? Ich glaube nicht, dass die Frage ist, was uns glücklich macht. Mhm. Ja, man könnte davon, gibt es glückliche Idealisten? Also ich kenne keine. Die schauen alle fanatisch aus, die sind alle verklemmt, die sind alle fixiert auf etwas, die sind immer den Tränen nahe und gleichzeitig gewaltbereit. Und echauffiert. Also glücklich, immer permanent empört. Ja, also glücklich schauen die alle nicht aus. Ja. Während der Zweifler, es gibt ja verschiedene Varianten des Zweiflers. Es gibt den methodischen Zweifler wie Descartes, es gibt den existenziellen Zweifler wie Kierkegaard, es gibt den Skeptiker, den antiken Skeptiker, der nicht eigentlich zweifelt, sondern der sagt, also die Dinge sind so kompliziert, dass man sich hier eindeutige Urteile zumuten könnte und man ist eben vorsichtig. Ja? Und alle diese Varianten des Zweifels und der Skepsis sind meines Erachtens humaner als jede Form einer felsenfesten Überzeugung. Ja, weil sie braucht mehr Reflexion, ja. Das funktioniert zweifelnd. Nietzsche hat mal gesagt, Überzeugungen sind gefährlichere Feinde der Wahrheit als Lügen. Ja, denn der Überzeugte sozusagen alles ignoriert, was nicht in sein Weltbild passt. Und ich finde, Zweifeln ist etwas, was uns offen macht für andere Positionen. Deshalb kann ich nie, werde ich es nie jemanden abnehmen, der sagt, ich weiß genau, was wahr ist und ich bin tolerant. Mhm, also der kann er nicht mehr tolerant sein. Genau. Die Schule des Sprechens ist eigentlich eine Institution des Denkens. Wie wichtig sind neben Rhetorik Stimme und Sprache auch in Ihrem Leben und in Ihrer Arbeit? Naja, nachdem ich über 30 Jahre lang als Universitätslehrer gearbeitet habe, war das wohl extrem wichtig.
Zumal ich ja noch in einer Zeit gelehrt habe, unterrichtet habe, Vorlesungen gehalten habe, als es PowerPoint noch nicht Ja. gab, beziehungsweise als es diese Technologie gab, ich mich verweigert habe, sie zu benutzen. Das heißt also, ich denke nach wie vor, dass die Stimme und dann auch die freie Rede etwas unglaublich Wichtiges war, zumindest für mich. Und mich freut es auch natürlich, diese Möglichkeiten, die jetzt Rhetorik, die Stimme, die einen Redefluss ausmachen können, soweit das in meinem Möglichkeitsrahmen liegt, ja, auch Semantisch wirklich auszukosten, oder? auszukosten. Ja, Genau, ja. absolut. Es war so schön, dass Sie heute da waren. Vielen, vielen Habe mich Dank. auch sehr gefreut. Ich danke Ihnen für die zweite Einladung. Fühle mich sehr geehrt.